Hallo und Sawadee Kap. Was gibt's Neues auf Phuket? So, in Phuket oder auf Phuket sind 92% aller Thais einmal geimpft, 79% aller Thais zweimal geimpft. Trotzdem sind die Zahlen am 5.9. bei 241 infizierten Thais, keine importierten Fälle, keine Phalanx. Am 5.9. sind 8 ausländische Flieger nach Phuket reingekommen und heute kommen nur 2 Flieger rein. Das ist zweimal die Singapur. Ja, zusätzlich gibt es ja diese 7 plus 7 mit Koh Samui. Da ist es also sehr traurig. Am 5.9. sind 15 Ausländer von dem Phuket Sandbox-Programm nach Koh Samui übergesiedelt. Das ist ja also nicht die Welt. So, dann habe ich also ein Anliegen an euch, wenn ihr euren Flug bucht. So wie der Pico, der hatte Phuket gebucht, dann ist er nach Pattaya gegangen und von Pattaya mit dem Flug von Bangkok wieder zurück nach Phuket. Wenn ihr zurückfliegt, braucht ihr wieder einen Test. Ein PCR-Test. Weil sein Flug ging ja von Phuket wieder weg nach Deutschland. Er hatte also die Thai Smile gebucht. Flug um 14 Uhr. War früher am Flughafen. Da haben die den Vorflug einfach auf 11 Uhr und noch was vorverlegt. Das Problem ist, wenn ihr eure Flüge bucht über irgendeinen Anbieter in Deutschland, auch diese Flüge in Thailand, werdet ihr nicht benachrichtigt, wenn die Flüge storniert werden oder wenn sie umgebucht werden. Wenn ihr direkt in Thailand bucht, kriegt ihr eine SMS oder eine Nachricht, eine E-Mail von denen. So, wenn ihr in Deutschland bucht, schickt die Thai eine E-Mail an, was weiß ich, irgendein Anbieter, wo ihr gebucht habt, der leitet die natürlich nicht nach Thailand weiter. So, er hatte also Glück, kam am Flughafen an. Seine Freundin musste gerade mal was holen. Und er ging zum Check-in-Schalter und dann haben die den gepackt, einer seinen Koffer, einer ihn, ohne Kontrolle komplett bis zum Flieger rein. So. Er konnte sich noch niemals von seiner Frau verabschieden. So schnell ging das. Warum? Es gab diesen Tag keinen anderen Flug mehr nach Phuket, nur diesen einen mit der Thai Smile. Also wenn ihr solche Sachen bucht, bucht sie direkt bei den Fluggesellschaften, nicht über irgendwelche Gesellschaften Umbuchungen. Wenn ihr zum Beispiel einen Flug mit der Emirates bucht, nicht direkt bei der Emirates und ihr fliegt nach Thailand, ihr wollt umbuchen, geht das nur über Deutschland. Die Fluggesellschaften nehmen sich davon nichts an. Müsst ihr euch einen anderen Flug kaufen. Ne? Also denkt daran, ein kleiner Tipp für solche Sachen, Thailands Inlandsflüge und internationale Flüge sollte man nicht über irgendeinen Billigveranstalter buchen, sondern direkt bei der Gesellschaft. Dann sind die Umbuchungen meist auch frei und da passieren nicht solche Malheure. Ja, so. Und ab übermorgen können auch wieder Thais nach Phuket fliegen, wenn sie bestimmte Papiere bei sich akzeptieren könnt. Und dann werde ich euch nochmal den Videolink reinmachen, wo ich nach Phuket eingereist bin. Das ganze Prozedere, was ihr braucht, wie das abgeht, wenn ihr reinkommt, damit ihr wisst, wenn ihr aus dem Flieger steigt, was euch da am Flughafen erwartet. So, den Link, das war schon ein Film bei YouTube drin, wird wahrscheinlich schon sehr weit zurück sein. Den werde ich euch nochmal als Link unten drunter machen. Könnt ihr also reinmachen, plus meine E-Mail-Adresse, wenn ihr eure Freundin oder Frau nach Phuket holen wollt. Ja, das war es jetzt erstmal so. Auf Phuket ist das Wetter zwar ja nicht gerade so besonders, aber ab Oktober hört langsam die Regenzeit auf. Und dann wird es ja wieder ein bisschen besser. Hoffen wir auch mit den Touristen. Dieses Sandbox-Programm wird also, denke ich mal, nicht eingestellt, trotz der hohen Infektionszahlen auf der Insel.
Zusätzlich war oder ist ja das Gespräch, dass andere Orte noch ab 1. Oktober aufmachen. Verlasst euch nicht darauf, weil die Infektionszahlen in Thailand sind noch zu hoch, dass die mehrere Sandbox machen in Bangkok oder in Pattaya oder Hua Hin. Ich persönlich glaube nicht am 1. Oktober, ich glaube am Ende des Jahres, dass es soweit ist. Ne? Aber wenn ihr nach Phuket wollt und dort euren Urlaub, Quarantäne und Urlaub machen wollt, da steht nichts im Wege. Könnt auch nach Krabi oder nach Phuket, dieses neue Sembcorp-Programm 7 plus 7. Bloß, wenn ihr so 7 plus 7 haben wollt oder überhaupt ein Hotel in Phuket, fragt da mal ein bisschen nach, so wie der Pico, der jetzt also gerade mit seiner Sandbox fertig war, war noch jetzt eine Woche in Pattaya. Der war in Katar in einem Hotel, 75 Zimmer. Er war der einzigste Gast. Er war der einzigste beim Frühstück. Er war der einzigste am Swimmingpool. Und in ganz Katar Beach waren kaum Leute. Wenn er im Restaurant war, war der der einzigste im Restaurant. Also Einsiedler, denen wird es gefallen, aber wenn einer Anschluss oder irgendwas sucht, ist er an der falschen Stelle. Meine Empfehlung wäre Patong. Und da sind ja die Restaurant-Alkoholverbot. Besteht ja noch zur Zeit. Denkt mal, hier oder da wird man was kriegen. Am Swimmingpool, denke ich, wird man vielleicht auch noch sein Bierchen kriegen. Ja, denkt daran, nicht nur einfach ein Hotel buchen, weil es schön ist, aber das Umfeld. Seid ihr ganz allein im Ort oder Khao Lak? Zum Beispiel. Auf Koh Samui sind am 5.9. über dieses Sandbox-Programm 15 Ausländer gekommen, auf der ganzen Insel. Wisst ihr, wie viele Leute da in dem Hotel sind? Oder in den ganzen Hotels, die da angeboten sind? Ja. Da kann man also sagen, eine geschlossene Quarantäne machen, weil ihr werdet ja bald kaum einem begegnet. Ich will also nicht schlecht machen. Bloß, wer es gerne ruhig haben will, ist kein Problem. Wer es aber ein bisschen unter Leute sein will und nicht ganz so einsam, erkundigt euch, wo was ist. Ne? Ruft einfach mal in dem Hotel an und fragt mal oder hört mal rum, wie die Belegung da ist, was für Leute sind. Gibt es ja viele Leute, die schon da waren oder die noch da sind, die auch was schreiben. Ja, das war's jetzt für heute. Wünsche euch alles Gute. Und wenn ihr Probleme habt, schreibt mir kurz. Ich schicke euch gerne die Links für COE oder andere Sachen. Wenn ihr mit dem COE nicht hinkommt, dass ihr das nicht kriegt, kann ich euch einen Service anbieten, dass das komplett für euch gemacht wird. Fällt zwar eine kleine Gebühr an, die machen dann alles komplett. Da habt ihr dann nichts mit zu tun. Ja, das war's dann. Mach's gut. Der Dieter.